Habe ich dir schon erzählt, dass Annika eine hervorragende Bogenschützin ist? Ach, tatsächlich. Hervorragend ist etwas übertrieben. Du trainierst mit deinem Bruder für die Weltmeisterschaft. Das will was heißen. Kann man damit Geld verdienen? Wenn man gute Sponsoren hat. Haben Sie gute Sponsoren? Naja, noch nicht, aber ich... Du musst nur einmal bei der Weltmeisterschaft oder den Olympischen Spielen gewinnen. Dann kannst du dich vor Aufträgen kaum noch retten. Und bis dahin heißt es trainieren, trainieren, trainieren. Und nebenbei noch das normale Leben. Geld verdienen. Du verbringst die meiste Zeit auf dem Schießplatz. Und bist schon richtig gut. Ich wüsste nicht, was da schief gehen sollte. Das Wichtigste ist mir das Bogenschießen selbst. Da kann ich alles um mich herum... Darf ich fragen, was Sie beruflich machen? Ich meine, solange die große Sportlerkarriere noch auf sich warten lässt. Ich arbeite hier am Fürstenhof in der Küche. Oh. Wie romantisch. Eine Küchenhilfe erobert das Herz meines stolzen Sohnes. Annika ist Köchin. Meine offizielle Bezeichnung lautet Jungköchin und ich liebe meinen Job. Oh, ich muss da langsam los. Hendrik und ich sind zum Training verabredet. Und danach heißt es dann wieder Kartoffelschälen. Vielen Dank für die nette Einladung, auch wenn ich gar nicht genau weiß, warum eigentlich. Mit meinem Vater scheinst du dich ja mittlerweile ganz gut zu verstehen. Ja, ja. Wir beide haben gestern Abend noch ein bisschen weitergemacht. Ein bisschen arg weitergemacht, fürchte ich. Wo, hier im Fürstenhof? Mhm. Eure Hochzeit war wunderbar und am idealen Ort, aber wir hatten das Gefühl, das eine oder andere Gläschen wäre noch vonnöten. Na ja, und so wie es aussieht, ist es dann auch dazu gekommen, oder? Mhm. Dein Vater ist ein zäher Hund und weiß einen guten Whisky zu schätzen. Ja, das tut er. Werner, wenn du denkst, dass Großwiller der richtige Investor ist, dann... Gott, er hat das nötige Geld. Und solange er stiller Teilhaber bleibt... Okay. Hättest du einen anderen Stift? Ja, nimm meinen da. Mit dieser Unterschrift besiegle ich meinen Abschied vom Fürstenhof. Das... Was ich sehr bedauere. Ich muss dir sagen, die meiste Zeit hatte ich das Gefühl, hier zu Hause zu sein. Ja, dann wird doch diese Unterschrift nichts ändern. Emma und du, ihr seid hier immer herzlich willkommen. Ja, schließlich bist du ein Teil der Familie. Genau wie Evelyn, Johann, deine Schwester. Im Grunde genommen mehr als du ahnst. Ja. Jedenfalls dir und Emma alles Gute beim Neustart in Kanada. Danke. Ach so, ja, bevor ich es vergesse. Hier, die Schlüssel. Ich vermute mal, du willst aus den Räumen eine Hochzeitssuite machen. Ja. Den Erlös verrechne ich dann mit den Restschulden, die du bei mir hast. Wenn was übrig bleibt, dann kannst du mir es überweisen. Mach ich. Aber lass dir Zeit. Ich weiß ja, wie es um deine finanzielle Lage steht. Das ist ja jetzt mal was Besonderes. Diese Kisten erinnern mich an die alten Filme mit den Auswanderern. Ich bin schon gespannt, wie es drüben wird. Kanada. Du weißt doch noch gar nicht, ob du dich da wohlfühlst. Du warst doch da noch nie. Und sag mal, warum musste das jetzt eigentlich plötzlich so schnell gehen? Felix wollte seinem Vater eine Freude machen und gleich mit ihm zusammen zurückfliegen. Außerdem hat er doch übermorgen schon den Termin wegen diesem Herrenhaus, das er kaufen möchte. Ah.
Du meinst das Haus, aus dem ihr dann ein Hotel machen wollt, ein schönes? Ja, in Kanada nennt man das wohl Lodge. Mhm. Oh, oh. Da könnte man ja richtig Reisefieber bekommen. Guten Morgen übrigens. Guten Morgen. Auf zur Weltreise. Ich glaube, Ihrer Frau wird das auch gefallen. Ja, wem nicht? Aber das Thema Reisen haben wir beide erstmal durch. Ja, also meine Weltreise führt mich heute erstmal nur bis Gut Thalheim zu meinem Klassentreffen. Aber ich wollte mich wenigstens noch verabschieden. Kannst du dir vorstellen, dass die plötzlich nicht mehr da ist? So eine wundervolle Untermieterin werden wir nie mehr bekommen. Ich denke, Sie haben schon einen Postbeamten. Ja. Ich werde Sie beide schrecklich vermissen. Ich danke Ihnen für alles. Sie haben so viel für mich getan. Ach, weißt du, Emma, du warst wie so eine Tochter für uns. Komm mal her. Und das wirst du auch immer bleiben. Und Sie beide, Sie waren und Sie sind für Felix und mich ein riesiges Vorbild. So wie Sie Ihr Leben und Ihre Ehe führen. Wann immer du willst, du kannst immer wieder zu uns kommen. Danke. Aber jetzt geht's erstmal auf Hochzeitsreise, oder? Wir wollten gern nach New York, ja, aber wir müssen erst einmal einiges aufbauen. Ja, schon, aber das können Sie auch nachholen. Nee, das können Sie nicht. Wenn Sie es nicht gleich machen, machen Sie es nie. Aber ich denke, unsere Fahrt nach Kanada ist ja schon sowas wie eine Hochzeitsreise. Ja, und das Beste ist, ihr bleibt gleich am Ort eurer Flitterwochen. Eben. Ach, Emma. Alles, alles, alles gut. Danke. Ihnen auch. Pass schön auf dich auf. Dafür wird Felix schon sorgen. Also, die Kisten mit den Frachtaufklebern, die werden von der Spedition abgeholt. Der Rest geht einfach zum Flughafen. Okay. Bringen Sie es runter in die Lobby. Ich komme dann auch gleich. Ach ja, hier. Für die Kaffeekasse. Oh, vielen Dank, Herr Saalfeld. Was willst du hier? Du hast Hausverbot. Ich würde Emma gerne noch mal sehen. Sie packt. Würdest du ihr den bitte geben? Sie weiß dann schon Bescheid. Leg es dahin und dann verschwinde.